Hallo, grüß euch. Ich mache heute ganz was Einfaches, weil in der Weihnachtszeit wird so viel süßes Zeug und Kräkseln und Zeug gemacht und gegessen und jetzt habe ich einfach einmal Lust auf ganz eine einfache Küche. Und zwar mache ich eine Kartoffellauchsuppe und daher ich momentan ein bisschen lustig bin auf was Pikantes, auf die ganzen Kräksaufe, tue ich einfach heute ein Würstel rein. Ein Frankfurter Würstel. Oder man kann zum Beispiel, wenn man die Kartoffeln reintut, wenn die durch sind, einmal kosten, ein paar rausdun und die als Einlage. Man kann Croutons reintun, man kann Speckstreifen reintun, die was man im Rärl oder abbratet, die was ein bisschen hart bleiben. Und ich tue heute einfach ganz einfach Kartoffelsuppe mit Würstel, Kartoffellauchsuppe. Da habe ich jetzt ein Butter drinnen. Und da habe ich eine Stange Lauch. Ich mache das jetzt für uns, für zwei Personen. Wer jetzt mehrere hat, nimmt halt zwei Stangen Lauch. Das ist ganz wurscht, auf das kommt es nicht drauf an. Und da habe ich Kartoffeln habe ich einfach ganz klein geschnitten, dass es relativ schnell geht. Und mein Lauch ein bisschen andünsten. Dann tun wir die Kartoffeln dazu. Das Ganze tun wir dann jetzt mit Wasser aufgießen und ich tue mein selber gemachtes Zuckerpulver dazu. Da ist alles drinnen, was eine Suppe braucht. Das habe ich auch im Netz. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das mache. Das Video gibt es schon. Und zwar könnt ihr da alles, Karotten, Mackikraut sagen wir, oder Liebstöckel, Petersil, natürlich ein Sellerie. Alles, was an Wurzelgemüse hergibt, tue ich klein schneiden, ich tue das jetzt im Thermomix, wer das nicht hat, irgendwie in einem Kutter, in der Küchenmaschine. Mit der Hand schneiden ist ein bisschen mühsam. 8 Stunden im Backerl trocknen lassen und wenn es richtig ganz trocken wie Stroh ist, dann tue ich es im Thermomix und mache das Pulver. Also ich brauche jetzt da nicht mit Suppe aufgießen, weil da ist Suppe pur. Das tun wir jetzt aufgießen. Dann tun wir salzen. Da könnt ihr ruhiger Salz reintun, die Kartoffeln vertragen das. Wir tun es natürlich nachher noch abschmecken und schauen, ob es genug ist. Pfeffern. Und dann tun wir das Suppenpulver dazu. Da haben wir schon einen guten Löffel rein, dass das auch einen Geschmack hat. Wenn wir sie dann abschmecken und es ist irgendwas noch zu wenig, kann man das ohne weiteres noch rein tun. Und das lassen wir jetzt köcheln, bis es weich ist. Wer gesagt, wer Kartoffeln als Einlage will, kleine, der tut sie einfach, wenn sie gut sein, wenn sie durch sein, ein paar außer. Ich tue das dann alles pürieren. Und mache einfach die pürierte Kartoffelsuppe. Schau, dass sie nicht zu dick ist, aber das macht man auch eh zusammen. Pürieren tue ich sie im Thermomix, aber das bleibt sich gleich, ob Pürierstab oder Thermomix. Und dann tue ich einfach ein Würstel einlegen und lasse das 10 Minuten durchziehen in der Suppe. Und das, auf das freue ich mich heute total, weil das ist ein ganz einfaches Essen. Und wie gesagt, in der üppigen Zeit, jetzt im Advent, Kriegs in jeder Decke gibt es Pasteten und Wurst und Zeug und ich will jetzt einmal einfach eine einfache Küche machen und eine schnelle Küche. Also, ich lasse das jetzt köcheln, bis die Kartoffeln durch sind, koste ich dann einmal. Dann tun wir es pürieren. Das tun wir aber zusammen, wenn die fertig ist, die Küche, bin ich wieder da. Okay. Tschüss dabei.
Die Suppe ist fertig. Das waren jetzt vielleicht 10 Minuten. Und jetzt schütte ich sie da rein, im Thermomix, und tue sie pürieren. Ich tue vielleicht noch einfach einen Schuss Sahne dazu. Das ist natürlich Geschmacksträger. Und was ich vergessen habe, das tun wir jetzt noch. Und zwar ein Muskat. Kartoffel und Muskat ist ein Muss. Und wenn wir sie püriert haben, dann tun wir sie abschmecken und das tun wir wieder zusammen. Gell? Ich zeige euch ungefähr die Konsistenz, aber ich lasse jetzt die Kamera nicht laufen, weil das relativ laut ist. Gell? Das ist geil. So, da bin ich wieder. Die Suppe ist püriert, ist aber noch etwas zu dick. Ich habe jetzt einen Schuss, bitte. Aber wirklich nur einmal umkippt Sahne reintun, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag nicht unbedingt. Ich habe es jetzt wegen dem Geschmack reintun, aber müsst es nicht. Aber die Suppe ist jetzt noch für meine Begriffe zu dick. Wer sie so dick mag, soll sie lassen. Und ich tue jetzt einfach noch Wasser rein. Zuerst einmal sie abschmecken. Da fehlt noch Salz, sonst fehlt nicht viel, aber wie gesagt, Kartoffeln können immer, jetzt tun wir es nochmal einschalten, so, ich glaube, ganz eine dünne Kartoffelsuppe mag ich auch nicht, aber so ist sie, glaube ich, gerade recht. Ich schreibe da wieder keine Mengenangaben, weil da kann jeder machen, wie er will. Wer das Suppenpulver nicht hat, kann einen normalen Suppenwürfel rein tun. Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht mag, weil das Geschmacksverstärker sein. Aber wer nichts anderes hat, der passt das auch. Wer eine Suppe hat zum Aufgießen, passt das auch. Man kann auch noch, wenn man will, eine Karotte rein tun und mitkochen lassen. Das bleibt jedem überlassen. Ich wollte heute eine Kartoffel-Lauchsuppe machen. Ich tue jetzt einfach, wenn ich sie abgeschmeckt habe, Und wenn das jetzt passt, tue ich einfach ein Würstel rein und lasse das 10 Minuten durchziehen. Dann schneide ich das und tue das in die Suppe rein, mache ein Foto und stelle es ins Netz. Das ist alles gewesen, traut euch drüber, eine Kartoffelsuppe ist einfach was Gutes. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Video zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!